Und damit willkommen zurück zu meinem großen Man of War Assault Squad 2 Red Rising Marathon. Und zwar ist das alles hier ein Aufnahmeblock und in der letzten Folge haben wir gesehen, dass wir mit Griechenland doch ganz gut gegen die USA angekommen sind. Denn ich meine, die USA haben deswegen verloren, weil sie halt utopisch viel Geld für ihren Abrams Tusk ausgegeben haben, welcher von einem Tolanche einfach mal so zerfetzt wurde. Und genau, das neue Szenario, ich guck mal hier rein, das ist Italien gegen Frankreich. Was hat denn nochmal Italien so cooles? Italien gegen Frankreich. Frankreich weiß ich. Frankreich hat diese... das ist Russland. Frankreich hat die AMX-Panzer und damit auch relativ coole Sachen. Ich finde die AMX-Panzer einfach richtig cool, teilweise vom Design her. Auch wenn sie in der Realität nicht die kampfstärksten sind. Welchen französischen Panzer ich relativ richtig hübsch finde. Also ich finde den einfach... Viele sagen, dass der, ich meine den Leclerc, also da, viele sagen, dass der Leclerc mega hässlich ist. Allerdings finde ich den Leclerc, finde ich irgendwie ziemlich, dass der cool aussieht. Der sieht halt aus wie so ein fahrendes Haus. So, bei den, ich weiß allerdings nicht, was mich bei den Italienern erwartet, denn ich weiß gerade gar nicht, was die Italiener für Panzer haben. Ich weiß, dass die mit, früher waren die Italiener ausgerüstet mit so einem komischen Ding, was so ein komisches, kurzes M14 ist. Ich glaube, das ist das MB56. Danach haben die halt irgendwas mit so einer komischen Nummer. Ich glaube, das ist das AR70 und neuerdings haben sie ja das AMX160. Oder ist es, ich werde schon müde, ihr merkt das wahrscheinlich, oder ist es das ARX160 oder ist es BRX? Ich meine, es ist das AX160. Ich weiß gar nicht, was mich bei modernen Italien erwartet, weil ich mit modernen italienischen Militär, so heißt das Wort, Sprachkurs ist belegt, nicht so ganz so viel zu tun habe, leider. Müsste ich auch mal nachgucken, aber ich werde es jetzt wahrscheinlich sehen. Die hatten irgendwie so ein Spezialprogramm nochmal, so ein neues. So, weiter geht's. Wir haben als erstes EA Regulars. Die haben G36. Ich glaube nicht, dass es der Fall ist. G36E. Da ist das AX160. Was irgendwie... Und nochmal ein M4-A1 Col, was auch immer das sein soll. Und Laws, oder? Ah, die guten M72 Laws. Übrigens, M72 Law. Ah, das ist in deren Standardtruppen, haben die M72 Laws drin. Das ist natürlich sehr cool. Denn Panzerabwehr in Standardtruppen ist Premium hier in dem Spiel. Es wäre natürlich auch gut, wenn die jetzt noch ein MG dabei hätten oder sowas. Übrigens habe ich ein M72 Law Stofftier. Okay, das ist AT. Das ist dann nochmal extra Antipanzer. Und das besteht aus, ja, Panzerfaust 3. Das hatte ich auch so in Erinnerung, dass die Italiener Panzerfaust 3 haben. MK26 SOR, das heißt so ein bisschen die kürzere Version. So, mit den guten Herren würde ich allerdings dann ins Gebirge gehen. Ihr seid jetzt mal Gebirgsjäger, beziehungsweise Alpini nennt man das, ja. Wir haben sonst noch ein Maschinengewehr-Trupp. Okay, das sind nur 4 Leute. Was haben die denn? M43 SAW, okay, die haben das ein bisschen kurz. So, ich würde mal sagen, die gehen hier hoch und helfen denen. So, was haben denn die Franzosen? Die müssen FAMAS haben, oder? FAMAS F1. FAMAS F1, FAMAS F1. Und so ein komisches Ding hinten am Rücken, dessen Namen ich vergessen habe, das keine Textur hat. Jo. So, gucken wir mal. Wir haben, das ist ein Tank Crew. Machine Gun, was haben wir sonst noch? Sniper. Was haben wir? Sarko. Haben die Italiener Sarko? Haben die Italiener nicht eine eigene Beretta-Version oder sowas? Oder ein M24? Ich meine, dass da sowas war. Engineers. GIs. Ach, das ist deren Spezialeinheit. Schild. Okay, er gönnt sich Schild, MP5SD. MP5SD, Sarko-Scharfschützengewehr, M41 Silencer. Oh, das erste Mal, dass wir eine Schrotflinte sehen hier. Remington. Und auch nachladbare AT4. Okay, das ist Polizeieinheit. Okay, das ist dann die Einheit, die qualifiziert ist, hier diesen kleinen Felsen hier zu halten. Das ist ja schon mal eine ordentliche Kampfkraft. Und die waren auch gar nicht so teuer, oder? Was haben wir sonst noch? Engineers haben wir doppelt. GIs. Kolmoschin, das ist eine Spezialeinheit, meine ich. Vollgur Paratroopers, Heavy Sniper. Ja, die haben
irgendwie immer das Gleiche. Die tun wir mal hier hin. Machen wir hier mal das ein utopisches Sniper-Nest. Ich wollte mir abgewöhnen, utopisch zu sagen. Manpad. ATGM habe ich noch gar nicht gezeigt. Das habe ich in der Testaufnahme mal gesehen. Das ist meistens eine Javelin oder sowas. Die sind auch super gegen Panzer, für Panzerabwehr, Flamethrower. Des Weiteren haben wir hier. Ah, ist kurz eingefroren. Supply Truck. Dann haben wir hier eine Box mit einem Mabuse drauf. Nichts Besonderes. Dann haben wir hier noch andere Trucks. Ja, noch was Leichtes. Oh, wir haben das zweimal. Einmal mit MG3 und einmal mit Browning. Haben wir hier was wir freischalten müssen. Dann haben wir hier einen Mörser. Ach, den muss ich erst freischalten. MK19 Granatwerfer. Den hole ich mir gleich. Obwohl, scheiße, Alter, ist der teuer. Okay, na, 300 geht. MG3 auf Lafette nehme ich. Panzerhaubitze 2000. Habe ich nicht freigeschaltet. Ja, ein fetter Raketenwerfer. Der könnte reinkloppen. Obwohl, ich muss lang... Was ist das? Das ist... Ach, das ist nochmal ein Tau-Launcher. Das haben wir gelernt. Die brauchen wir aber erstmal MG3. Also erstmal hier ein MG3 auf Lafette. Ich muss ein bisschen weniger reden. Ich werde schon langsam heiser. Ich möchte das hier schaffen. Eine ML-20 Artillerie. Was auch immer das ist. Ich glaube, das habe ich... Habe ich das schon mal gesehen irgendwo? Ich glaube, das ist... Ja, das ist relativ sicher Artillerie. Ja, eine Box mit einer Minigun drauf. Irgendwas für Flugabwehr. Eine Box mit einem Browning-MG. Braucht man nicht unbedingt. Ich glaube, das ist der italienische Schützenpanzer, oder? Feck. Ah, dann haben die Italiener scheinbar auch... Ah, oh, genau. Das ist einer meiner Lieblingspanzer. Der M60A4 mit Reaktivpanzerung drauf. Es gibt, meine ich, aber noch eine extremere Version. Es gibt noch eine israelische Version davon. Die hat noch mehr Reaktivplatten, die noch weniger zum Panzer packen. Panzer passen. Und der italienische Panzer, genau. Der Arti. Arite. Habe ich letztens was von... Halt, was geht denn hier? Reck dich ab. Ach, das Ding darf auch auf den Boden schießen. Okay, das habe ich bei mir selber auch gesehen. ATX-30 heißt das wohl bei den Franzosen. Okay, dann hat der Franzose unironisch Artillerie, die wir schnell mal ausschalten müssen. Was haben wir denn an Sachen, die fahren können? Ein AV. Okay, was ist da? Ist da eine... Ist da ein M2HB drauf? Oh, ein Schützenpanzer mit einer Kanone. Das ist natürlich auch was, was wir uns gönnen könnten. Aber wir haben für nichts Geld. Und der bringt uns nichts. Das heißt, wir müssen eher mal wieder auf Infanterie gehen. Die GIs, die waren relativ gut. Aber ich würde mal sagen, die hier packe ich hier hinter das Gebäude. Okay, der versuche ich jetzt natürlich, mich auszumanövrieren. Okay, ich tue die Scharfschützen zusammen und gehe mit den Scharfschützen hier hin. Bringt das was? Hier war ein Machine Gun Team. Die haben die kleineren Versionen vom M249. Was, na, es hat halt nicht so mega viel Reichweite. Und hier im Spiel geht es manchmal darum, dass man auch Reichweite benötigt. Ich hatte hier sonst noch so Spezialeinheiten, oder? Alter, ist das Ding fies. Das Ding habe ich doch auch, das ist doch voll teuer. Können wir das Ding ausschalten? Wer von denen hat das richtige Scharfschützengewehr? Keiner von euch? Das ist aber doof. Ah, verdammt, meine Heavy Sniper wurden wahrscheinlich erledigt. Aber ich kann ja nochmal neu holen. Heavy Sniper. So, erstmal nach hier. Aber die schießen Leute ab. Okay, die schießen die Nachhut ab. Ja, Famas. Das Ding ist aber nicht ohne. Das ATX-30. Der, die das ATX-30. Hast du was? Nee, du hast nur ein Schild. Wo ist denn der Rest von euch? Ist der Rest schon getötet worden? Ich befürchte. Ja, es ist nur ein Panzer. Vollgor-Troopers, was seid ihr? Was habt ihr? Ihr habt was, was nicht angezeigt wird. ATX, ATX, ATX 60, ATX 60. Er hat ein... Okay, er hat dann noch ein Gewehrgranatgerät. So, womit muss ich... Was macht der da? Was hat der vor? Ich will wahrscheinlich den Berg einnehmen. So, ich tue die mal hier hin. Hä? Ist der lebensmüde? Einer davon hat eine Panzerfaust. Ich nehme das Geschenk dankend an. Danke, Frankreich. Okay, weiter geht's. Am besten weiter mit Infanterie verstärken. Was habe ich hier? Das sind Heavy Sniper. Das ist Manpad. ATGM wollte ich zeigen. Genau. Die haben eine Javelin. Und so ein Javelin zu haben,
ist, wenn man die Javelin hier hat, schon sehr nice. Weil die macht wirklich kurzen Prozess mit den meisten Panzern. So, und ihr sollt euch auch hierhin bewegen. Okay, einen habe ich sowieso versehentlich ausgewählt. Der bleibt mal da. Was sind das? Okay, Frankreich scheint gar nicht mehr. Famas F1. Außer die kommen ganz am Ende nochmal mit Lurk Lurk um die Ecke. Okay, schon ein Drittel geschafft. MG3 hatte ich mal, ist aber irgendwie verloren gegangen. Es gibt hier einen einzigen Typen mit dem Schild. Ich würde mich mal dafür interessieren, was das Schild macht. Aber ich würde mal sagen, ich tue den Typ mit dem Schild mal hier hin. So, das, die, wenn das repariert ist und ich das einsetzen kann und da auf dem Hügel mit so Raketen stehe, ja moin, dann habe ich sofort gewonnen. Was hat er hier? Ach, er hat auch FNG-Mag. FN-Mag. Nee, ich habe keine FN-Mags. Die Griechen hatten FN-Mags. Die Italiener haben... Entschuldigung, gröbst ausgeschnitten, MG3. So, genau. Das ist deren eigener Panzer. Der Arete wird da ausgesprochen wahrscheinlich. Welcher ist denn teurer? Okay, der Leopard wird als ein bisschen schlechter. Aber der Leopard ist auch schlechter gepanzert. Der hier ist sehr viel besser gepanzert. Hier haben wir nur Boxen. Das Ding könnten wir uns gönnen. Der Gegner kommt gerade hauptsächlich mit Infanterie, das heißt, so ein Schützenpanzer. Den damit abzunerven, wäre wahrscheinlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Was ist denn das für ein Kaliber? Es müsste Kaliber 25 sein, wenn ich die 25 Fragezeichen richtig einschätze. Vielleicht läuft das Spiel besser, wenn man es auf Russisch stellt oder so. Aber manche Helikopter haben doch russische Namen. Ich kann Chinook holen? Nice, ich glaube, ich muss das Spiel irgendwann mal mit mehr Ressourcen spielen. Oh, ist das ein G3? Kann ich das noch benutzen? Ist das kaputt, das G3, oder kann ich das noch... Nee, ich kann nur Deckung hinter dem umgekippten G3 nehmen. MG3. G3 ist was anderes. So, machen wir hier mal den Franzosenbesen. Ja, so weit ins Feindgebiet muss ich aber auch nicht fahren. Ich würde mal sagen, ich nehme den Schützenpanzer, stelle ihn hier hin und nehme dann mit noch einer Truppe hier einfach dieses Ding ein. Ich finde das mega komisch, warum die Italiener gemischt G36 haben und ATX und warum auch dann einmal jemanden M4 hat. Ich hätte das einfach ganz anders gemacht von den Truppen. Ich würde ihnen einfach das geben, was sie in der Realität haben und dann nochmal so einen günstigeren Trupp, der halt die alten NATO-Gewehre hat. Zur Not würde ich einfach auch sagen, dass die Italiener ein M14 kriegen, weil das MB56 ist, das meine ich, schon sehr nah dran ist und die haben gerade meinen Schützenpanzer zerstört. Und halt so ein Trupp, der ein bisschen mehr Reichweite hat, weil er halt die alten Gewehre hat und dann halt ein Trupp, der halt dann die neuen NATO-Gewehre hat, spielt sie heutzutage und dann noch so Spezialeinheiten, die dann halt wirklich so M4 und sowas haben. Und wenn dann es wirklich ein Land gibt, was dann halt unironisch wirklich zwei Systeme hat, also wirklich zwei Waffensysteme, sowas wie die USA das auf dem Papier noch haben. Die USA haben ja M16 und M4 de jure, also auf dem Papier parallel, in der Realität hat er so gut wie mittlerweile je... Verdammt! Praktisch benutzt bei den USA halt wirklich mittlerweile alles den M4-Karabiner. Okay, der hat sich so ein Ding geholt. Ach, das ist das Ding, genau. Bei den normalen Schützenpanzern, die halt eine Kanone drauf haben, die haben halt eine relativ kleine Kanone. Das war den Franzosen zu wenig und so haben die Franzosen eine 105mm Kanone auf den MX-5 dann draufgepackt. Und das Ding ist übel. Das Ding ist wahrscheinlich aber mit einem guten Schuss sofort hinüber und ich darf einen M60 haben. Ich brauche nur 70 Punkte, ich darf fast einen M60 A4 haben. Das heißt, ich würde mal sagen, mit dem M60 A4 dann hier oben rumflankieren. Und dann müsste dieser Franzosen-Schützenpanzer das Zeitliche segnen. Aber ich kann mal versuchen, ihn auch mit einer Lore zu bewegen. Das könnte schwierig werden. Und dann würde ich noch sowas machen, also sowas einrichten, wie so ein Trupp, der halt nur Maschinenpistolen hat. Was ist er? Ach, er ist jetzt richtig, ja. Jetzt kriege ich hier einen einzigen Italiener nochmal geschenkt, so als Bonuseingabe, mit diesem richtig billigen Scheißteil, dem MX4 SMG. Wer wissen will, warum ich das Ding nicht mag, guckt meine Waffen- oder Waffenvideos oder Livestream-Videos zu Battlefield 4.
Ich wette, in der Endaufführung kriegt halt... Ah, schaffst du? Hat er so einen schlechten Motor drin? Ich wette, in der Endauswertung kriegt dieser Schützenpanzer eine richtig gute Wertung. Ich würde auch mir auch gern gleich nochmal meinen eigenen holen. Ach, der kostet... Nee, das ist er doch gar nicht. Wo ist denn meiner? Das ist mein regulärer großer Panzer. Das hier ist meiner. Was hat der denn für eine Kanone? Ach, der hat auch eine 105mm Kanone. Allerdings in einem kleineren Turm. Das ist das Problem mit stark kampfwertgesteigerten Panzern. Die werden nämlich sehr schnell sehr zu schwer für ihren Motor und deswegen werden die halt langsam. Der braucht immer mega lang zum Drehen. Ich fahre ihn einfach selber. So, da unten sehe ich jetzt gerade nichts. So, auf der Straße ist aber ist doch relativ fix, muss ich sagen. Nee, das ist der zerschossene Schützenpanzer. So, dann wollen wir mal spazieren fahren. So, sehe ich ein bisschen weiter. Mal gucken, wann ich ihn sehe. Na gut, mein Turm schießt selbstständig auf Gegner. Das ist ja schon mal... Da ist er. Thumbnail-Zeit. Ah, verdammt, hatte jemand eine Panzerfaust. Aber so sieht das Thumbnail noch mal ein bisschen besser aus. Ein schönes Rohr. Lass mein Rohr in Ruhe. Ich glaube, es hackt. Reparier den mal. Ist der eigentlich reparierbar? Ja, sogar auch. Okay, der da oben, den habe ich repariert, den habe ich aber danach sofort wieder verloren. So, das kostet auch nur ein paar Punkte. Mit dem werde ich dann nochmal einen Frontalangriff machen. Und dann müsste ich eigentlich die Franzosen so weit im Schwitzkasten halten, dass sie nicht mehr wirklich viel machen können. Ist das so eine Art neue italienische Tarnung? Ach nee, da ist er. Sehr gut. Die neue italienische Tarnung wurde ausgeschaltet. Und die Franzosen kommen schon mit dem nächsten. Das ist... Ah, schon wieder so ein Ding. Oh, mein schöner M60. Was soll denn das? Das ist eine Unverschämtheit. Der lässt sich nicht reparieren. Und der wird gerade repariert. Egal, dann machen wir einfach Schützenpanzer-Duell. Ich hoffe, dass meiner... Ich meine, der hier ist ein bisschen neuer als der französische ATX irgendwas. Okay, sofort ausgeschaltet. Sehr gut, soweit hätte ich gar nicht fahren brauchen. Also, aber du gehst mal in den Panzer rein, wenn man da schon rein kann. Was hat der abgekriegt? Ah, der Motor. Ist nicht schön, ist aber allerdings auch nicht tragisch. So, schraub einen Schlüssel und repsarieren. Und jetzt wird mal der Franzose gespawnt. Trapped. Was kann ich sonst noch holen? Ist da irgendwas Interessantes drin? Machine Guns. Da sind nur Machine Guns drin. Das ist jetzt nicht so... Da ist nur M2HB drauf. Das bringt gar nichts. MG3 ist jetzt... Obwohl, ein MG3 hier zur Unterstützung. Es dauert zwar Ewigkeiten, bis das ankommt, aber es könnte es wert sein. Ich habe sowieso schon so gut wie gewonnen. Ja, dann war das eine relativ kurze Runde. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, mit Italienern Franzosen zu besiegen. Obwohl, mittlerweile bin ich im Spiel auch relativ gut, würde ich sagen. So, ach, mein M60, dann der Centurion und dann der AMX-50 waren die besten Einheiten. Genau, bei mir der M60A4. Dann, ach so, fast vergessen, und zwar Italien vs. Frankreich. Frankreich. Egal. So. Deren Schuld, wenn die nicht genug Buchstaben haben. M60E4, B2 Cantario. Ich glaube, das war das Ding, was ich eben gefahren habe. Aber mein Gedächtnis lädt schon nach.
Units und History. Dann würde ich nochmal sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Dann würde ich mich sehr darüber freuen, falls ihr die Links in der Videobeschreibung anguckt, also Twitter, Instagram und meine billige HTML-Seite. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, dann könnt ihr hier andere Kanäle abonnieren, also einen anderen Kanal. Dann könnt ihr eins von meinen Videos gucken und ein anderes Video gucken. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann!